Hallo ihr Lieben. Sag mal, habt ihr euch eigentlich schon mit dem Thema Elektromobilität auseinandergesetzt? Kennt ihr den Unterschied zwischen Hybrid- und Elektrofahrzeug? Nein? Na, dann kommt mal mit. Denn ich bin heute in der Mercedes-Benz-Niederlassung Berlin im Center Marienfelde. Und jetzt geht mal rein. Hier werden wirklich rund ums Auto keine Wünsche offen gelassen. Neben den Verbrennern gibt es hier eine Riesenabteilung von Hybriden und Elektrofahrzeugen. Und um diesen Mercedes-Benz EQE geht es heute. Den darf ich heute fahren. Aber dafür brauche ich die Vivian. Vivian hat nämlich die Macht, sie hat die Schlüssel. Den fährst du heute aber nicht. Wir haben draußen was für dich vorbereitet. Die trauen mir wohl nicht zu, dass ich mit dem Fahrzeug da durch die Tür fahre. Die haben mich noch nie fahren sehen. Da würde ich dich entführen. Ja, ich komme mit. Alleine das ist doch schon ein Highlight. Und das Einsteigen erst. Bis gleich. Wer jetzt noch sagt, Elektrofahrzeuge sind langweilig oder unsportlich, dem kann ich nur widersprechen. Ich sage nur, von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden und bei einer Reichweite von über 600 Kilometern sind die E-Modelle doch ganz weit vorn. Wer jetzt aber sagt, ich habe keine Ladesäule zu Hause und ich habe auch nicht die Möglichkeit, da eine zu installieren. Für diejenigen habe ich noch eine Alternative, und zwar einen Hybriden. Er kombiniert Verbrenner und Elektromotor in einem und ist die perfekte Alternative für all diejenigen, die zu Hause ihr E-Mobil nicht aufladen können. Vivian, was haben wir hier für ein Auto? Hier haben wir jetzt den GLC-Hybriden und ich würde dich auf die Reise schicken. Ach, perfekt. Vielen Dank. Hybriden wie dieser haben eine Elektroreichweite von 120 Kilometern, also eigentlich mehr, als man im Alltag braucht. Ist oder sind die 120 Kilometer verbraucht, dann schaltet sich der Verbrennermotor ein. Das ist vor allen Dingen auf längeren Reisen ganz praktisch. Aber dieser Hybrid oder generell Hybriden sind eine perfekte Alternative für all diejenigen, die ihren Wagen nicht zu Hause aufladen können, sondern während der Arbeitszeit oder beim Einkaufen, wenn sie in der Stadt sind oder auf längeren Reisen an der Tankstelle. Also, jetzt habt ihr die Qual der Wahl. Hybrid oder Elektroauto? Welches Team seid ihr? Da ist doch für jeden was dabei, oder? Danke, Vivian, für einen schönen Tag bei euch. Sehr gerne, vielen Dank für deinen Besuch. Und auch ihr seid herzlich bei uns eingeladen. Kommt gern bei uns vorbei und dann zeigen wir euch alles. Und einen letzten Tipp habe ich noch für euch. Wenn ihr hier seid, vergesst nicht die Bonbons. Als kleine Wegzerrung für zu Hause. Tschüss.